Ich habe das Privileg, euch heute, bevor Reto Kaltbrunn auf die Bühne kommt, ganz viele News zu sagen, was im Mai alles auf dich zukommen kann, wenn du möchtest. Und ich sage dir jetzt schon, der Mai hat das Potenzial für dich, dass du ein Highlight-Burnout kriegst. Ja, ein Highlight-Burnout. Weil so viele Dinge auf dich warten, wo du sagst, come on, darf ich dabei sein? Super, gut, dass ich das wusste. Und damit du nicht danach sagst, ja, wusste ich nicht, gebe ich dir ein paar Infos, was der Mai so alles in sich hat, für dich und auch für mich. Am 1. Mai, in 2 Wochen, wenn du zu diesem Kino kommst, um Kirche neu zu erleben, wirst du es nicht machen können. Hier ist einfach keine Sau mehr. Niemand. Zu. Tote Hose. An der Hackerbrücke, im Neuraum Event Location, ab da gibt es nämlich dort die Gottesdienste. Und das Geniale am 1. Mai ist, du kannst all deine Freunde, Bekannten, Verwandten einladen, zu sagen, möchtest du mit mir zusammen Kirche neu erleben im Neuraum? An der Hackerbrücke. Egal, ob du mit dem Auto fährst, es gibt eine Tiefgarage direkt darunter. Egal, ob du mit der S-Bahn fährst, Stammstrecke direkt vor der Tür. Oder mit der U-Bahn fährst, egal wie du kommst ganz schnell hin, kommst schnell rein, erlebst Kirche. Und das Geniale am 1. Mai, es gibt sehr, sehr viele Specials. Es gibt Zielgruppen-Events morgens für Familien, für Babys, für Kinder. Dann gibt es für unsere Evergreens ab 45, we love you, schön, dass ihr da seid, gibt es auch wunderbare Veranstaltungen. Ja, come on. Ja, und dann gibt es um 9.30 Uhr die Unplugged Celebration. Die ist ruhiger, als wo du jetzt gerade hier bist. Das ist 11 Uhr, das merkst du schon, da geht schon ein bisschen rockiger. 9.30 Uhr ist mehr Deutsch, es ist ruhiger. Und in der Neuraum Event Location gibt es sehr, sehr viel Lichteffekte. Ja, und 9.30 Uhr merkst du, okay, hier sind Farben, eine LED-Wand, super, aber es ist eher ruhiger fokussiert. Um 11 Uhr merkst du schon, oh, da bewegt sich was. Und um 18.30 Uhr brauchst du eine Sonnenbrille. Ja? Da ist einfach, boah, wuh, come on. Das ist einfach eine andere Zielgruppe dann. Also wenn man eher so ein bisschen Party-Kirche möchte, ist 18.30 Uhr genau das Richtige für dich. Und danach gibt es noch eine Teen-Zone, da gibt es die Area-Club, wird umgebaut für die Teenager. Und egal wie alt oder jung du bist, du kannst auch mehrmals kommen am 1. Mai. Und dort startet dann einfach das, dass wir immer 3-mal Sonntagsgottesdienste haben. Und es startet auch eine Serie, auf die ich mich absolut freue, wie Schmitz Katz seit Wochen und Monaten, weil die mir so unter den Nägeln brennt. Und zwar geht es um Beziehung, Identität und Sexualität. Wenn du jemanden kennst, der sagt, Sex finde ich total unwichtig, wird überbewertet, lad ihn ein. Der muss es ein bisschen hochraten, das ganze Thema mit Sexualität und so weiter. Ja? Ansonsten kenne ich keinen, den das Thema nicht interessiert. Und ich muss dich enttäuschen, es wird keine Moralpredigten geben. Oh, schade. Mist. Okay. Es geht darum, um göttliche Vorstellungen. Ich durfte diese Predigt vom 1. Mai 3-mal Probe halten im ICF Schaffhausen. Und die Effekte waren, egal ob es jemand Christ nennt oder Atheist nennt, ganz tiefe Momente, wo man gemerkt hat, krass, wie sieht es in meinem Leben aus im Bereich Beziehung, Identität, Sexualität. Die ganze Serie geht darum. Und am 22. Mai Highlight Burnout, ja, da gibt es dann Summer Action, da gibt es keine Gottesdienste im Neuraum, da gibt es eine Open Air Celebration, kannst du Beachvolleyball spielen, grillen, Barbecue, alles machen. Und diese ganzen Dinge kannst du dich informieren auf der Homepage und ich hoffe, dass du nichts davon verpasst, weil es wird alles genial werden. Wenn du möchtest, hast du jetzt in den nächsten Minuten Zeit, einfach für diese nächsten Wochen zu beten, wenn du eine Beziehung zu diesem Gott hast. Wenn du sagst, du möchtest einfach dafür beten, dass viele Menschen, vielleicht auch deine Freunde, diesen Gott zum ersten Mal erleben können. Vielleicht magst du auch in den nächsten Minuten darüber nachdenken, ob du jemanden einladen möchtest. Weil mich motiviert immer, dass in meinem Leben andere Leute mich gefragt haben, möchtest du mal mitkommen? Und vielleicht auch hat heute Morgen jemand zu dir gesagt, möchtest du mal mitkommen in diese Kirche, damit du die Chance hast, einfach das zu erleben, was mich einfach so erfüllt. Und wenn du möchtest, denk drüber nach, wen du einladen möchtest. Darüber hinaus laufen hier einfach Folien, die dir inspirieren können, für was du beten kannst, auch die nächsten Wochen. Und wenn du möchtest, kannst du währenddessen diese Hütchen, die ruhig rumgehen, auch noch Geld reindonnern, so viel du willst. Oder so wenig du willst. Oder du freust dich einfach rein, dass andere Leute reingedonnert haben. Das sind einfach Spenden, die diese Kirche ermöglichen. Und nach dieser Zeit wird Reto Kaltbrunner auf diese Bühne kommen. Und ich bitte euch, ja, dass er immer zeigt, also ein Schweizer Eidgenosse, wie die Bayern ihre Gäste begrüßen. Okay? Gut. Ich bete jetzt noch für diese Zeit, bevor der Reto kommt und dass du einfach gute Zeit hast hier. Jesus, ich danke dir für die nächsten Wochen, für die vielen Highlights, die anstehen. Und ich bete, dass du uns jetzt zeigst, einfach wie wir selber auch vielleicht dafür beten können, in der nächsten Zeit, auch in den nächsten Minuten. Dass du uns auch zeigst, wen wir einfach vielleicht einladen dürfen, damit er Kirche und dich neu erleben kann.